Okay. Ich möchte mal eine etwas sinnvollere Anwendung bauen. Und zwar eine App, mit der ich eine To-Do-Liste managen kann. Die Möglichkeit, Listen zu führen, finden sich unglaublich häufig in allen möglichen Apps. Egal, ob ich jetzt Musik-CDs in einer Liste aufführe oder Bilder oder Freundschaftskontakte in Facebook. Die Liste ist eine sehr, sehr häufig genutzte Möglichkeit, um Elemente anzuordnen und diese auch zu verwalten. Und ich möchte jetzt mal eine App bauen, die eine To-Do-Liste letztendlich für mich ermöglicht. Ich werde mal diese App grob skizzieren, damit mir klar wird, welche GUI-Elemente diese beinhaltet. Ich habe einen Frame. In diesem Frame wird es ein Panel geben. Dieses Panel, das wird den größten Teil übernehmen. Ich werde dieses Panel mal in das Zentrum von meinem Frame stecken. So, und dieses Panel, das soll wie folgt aufgebaut sein. Ich habe ein Text-Edit-Feld, dann habe ich einen Button, das ist mein OK-Button, und dann habe ich hier unten ein Listenfeld und da habe ich dann die To-Dos drin. Dieses Listenfeld ist von der Klasse JList. Der Button ist von der Klasse JButton. Und das TextEditfeld heißt entweder EditText oder TextEdit, ich weiß es nicht. Weiß es jemand, wie es heißt? Ich glaube, EditText heißt es. So, immer wenn ich auf den OK-Button klicke, dann soll das, was hier oben in dem Text-Edit, also in dem Editierfeld drinsteht, meiner Liste hinzugefügt werden. So, ich werde mal meine Liste hier nochmal ein bisschen größer aufmalen. Da steht dann zum Beispiel drin, Staubsaugen. Einkaufen gehen, was auch immer man als To-Dos da reinschreibt. So, und diese Liste, die wird synchronisiert mit einer Datenstruktur. Diese Datenstruktur wird Model genannt. Und diese Datenstruktur ist nichts anderes als
ein Array, was dann die Elemente Staubsaugen, Einkaufen enthält. DJList ist für die Visualisierung zuständig. Und das Modell für die Datenhaltung und für die Manipulation der Daten. Man hat also bei so einer Liste sich gesagt, wir trennen das mal auf. Die Visualisierung soll eine Klasse übernehmen, das ist die Klasse JList. Und die Verwaltung der eigentlichen Daten, die dort visualisiert werden, das wird in ein Modell ausgelagert. Und dieses Modell heißt Default List Model. So, damit haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Wir werden noch einen Action Listener auf den OK-Button hinzufügen. Aber ansonsten hätten wir eigentlich soweit alles zusammen. Und das werden wir jetzt mal programmatisch umsetzen. Ich habe hier schon mein Frame mal umbenannt in To-Do-Listen-App. Ich werde mal die Größe ein bisschen anders setzen. Wir brauchen jetzt eher eine hohe Anwendung statt eine breite. Ja, das ist so, als würden wir unser Smartphone im Porträtmodus verwenden. Und mein Frame bekommt jetzt das Panel in das Zentrum. Ja, also das Panel soll ruhig komplett das gesamte Frame einnehmen. Ich führe mal die Anwendung aus. Ja, die sieht dann so aus. Da sind jetzt noch keine Inhalte drin. Die werde ich da jetzt sukzessive einfügen. So, dann habe ich das Textfeld. Das heißt also nicht EditText, sondern Textfeld. Es kann sein, dass es bei Android EditText heißt, dass ich da das verwechsel. So, mein Textfeld. Kriegt schon mal einen Standardtext, bitte Aufgabe eintragen. Ist jetzt. Als nächstes brauche ich dann den Button.
da. Button kriegt einfach bloß ein OK. Das Ziel ist, dass ich hier eine Liste erzeuge. Diese Liste benutzt ein Default-List-Model, um die Einträge in der Liste zu verwalten. Und dieses Default-List-Model erzeuge ich jetzt mal. Das soll Strings speichern. Und dieses Model, das kann ich mal füllen mit 2, 3 Standardsachen. Also ich kann da jetzt Strings reinpacken, weil ich beim Erschaffen von diesem Default-List-Model gesagt habe, hier, ich möchte gerne, dass das Strings abgespeichert werden in diesem List-Model. Und jetzt kann ich eine Liste erzeugen, nämlich die JList. Die kriegt auch generisch übergeben, dass sie letztendlich Strings anzeigen soll. Und bekommt im Konstruktor das Default-List-Model übergeben. Und jetzt kann ich auf das Panel diese Liste hinzufügen. Und es wird wahrscheinlich, ja super, es wird auch weiter rechts eingefügt, ne? Und jetzt müssen wir quasi noch dafür sorgen, dass wir bei Klick auf OK in diese Liste einen neuen Eintrag reinkriegen. Und dieser Eintrag wird natürlich erst durch einen Action-Listener dann dort eingefügt. Ich verwende mal meine Action-Listener-Klasse von vorhin und ändere die mal ab. Hier muss jetzt übergeben werden ein Default List Model. Ja, das ist die Datenstruktur, in der das Listenelement seine Inhalte speichert. Außerdem übergebe ich das Textfeld. Das brauche ich ja auch noch, weil aus dem möchte ich das ja auslesen. So, wenn dann der Button geklickt wird, dann soll Folgendes passieren.
aus dem Textfeld lasse ich mir den Text geben und in das Modell soll der Text mit addElement eingetragen werden. Und dann sollte eigentlich, wenn ich jetzt keinen Bug drin habe, die Liste immer länger werden, je öfter ich auf den Button klicke. Also im Konstruktor übergebe ich das Modell. Dort sind die Strings aufgehoben für die Liste und ich übergebe das Textfeld. Und in dem Action-Perform-Methode, da werde ich den aktuellen Text aus dem Textfeld rausholen und es dann dem Modell übergeben. Beziehungsweise einen neuen Eintrag machen in dem Modell mit addElement. So, jetzt können wir hier den Action-Listener mal instanziieren. Also im Konstruktor hole ich mir das rein, was ich brauche. Ich speichere mir das ab als Member-Variable. Und in der Action performed hole ich mir dann den Text raus von dem Textfeld und sage dem Modell, der ja meine Einträge der Liste verwaltet, bitte füg mal einen neuen hinzu. Okay, für euch? Klar. So, dann erzeuge ich mal eine Instanz von meinem Action-Listener. Der kriegt jetzt das Modell übergeben und mein Textfeld und ich muss diesen Action-Listener noch an meinem Button registrieren. Ansonsten kann ich da lange drauf drücken, da passiert natürlich nie was. Ich muss immer sagen, dass ein Listener an ein bestimmtes GUI-Element gebunden werden soll. Mal gucken, was passiert. Also ich kann beliebige Inhalte eingeben, Klausur verfassen und ich kriege dann in der Liste es angezeigt. Ich kann jetzt hier auch die Listeneinträge anklicken und könnte theoretisch sagen, okay, ich möchte jetzt auch auf diesen Klick der Liste hören. Okay, also unsere kleine Listen-App
sieht zwar gerade ein bisschen komisch aus, aber theoretisch funktioniert sie. Alle Funktionen sind da drin. Wenn wir einen Eintrag in dieser Liste anklicken wollen und diesen Eintrag löschen wollen, dann ist es auch wieder hier das Vorgehen, dass wir einen Listener setzen auf diese Liste. Das ist dieses Mal dann ein List-Selection-Listener. Mit dem kann man also rauskriegen, wann klickt denn der User auf einen Eintrag dieser Liste. Und man kann dann in der Methode, die von dem List-Selection-Listener aufgerufen wird, dann zum Beispiel sagen, okay, nimm mal bitte ein Element raus oder färbe das rot oder was auch immer man damit dann noch machen möchte. Also, für euch, okay, wie man Listen erstellt, du brauchst so ein Default-List-Model, da kannst du dann jederzeit Einträge hinzufügen oder abändern, also rauslöschen oder auch verändern, manipulieren. Und dieses Default-List-Model, das ist synchronisiert mit der Visualisierung. Also wenn du diese Datenstruktur änderst, dann wird automatisch auch deine Liste abgeändert.